Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, kein Tag vergeht ohne neue Krisenmeldungen in Europa. Die letzte Bankenkrise ist noch nicht abgearbeitet und wir stellen fest, dass sich die Finanzwirtschaft wieder heftig mit Spekulationen und Wenden auf den Staatsbankrott eine goldene Nase verdient. Und jetzt rächt sich bitter, dass die deutsche Regierung nicht konsequent auf internationaler Ebene harte Regulierung gegenüber der Finanzwirtschaft durchgesetzt hat. Es ist doch ein Witz, Kolleginnen und Kollegen, dass die Bankenzocker sich von den Regierungen in Deutschland und Europa haben retten lassen und anschließend spekulieren sie mit diesem Geld gegen die Regierung. Und auch die Ratingagenturen müssen an die Kette gelegt werden. Sie haben die Finanzkrise mit ausgelöst und sind mitverantwortlich an den Spekulationen gegen Griechenland, Spanien, Italien und vielen anderen Ländern. Und da können wir nur sagen, stoppt diesen blödsinnigen Unfug. Und Kolleginnen und Kollegen, es hat sich nichts geändert. Gehen die Spekulationen gut, wird der Profit eingestrichen. Und geht es schief, muss der Staat helfen. Und viele Millionen Menschen haben in der Krise ihre Arbeit oder Teile ihres Einkommens verloren. Nach Griechenland wird das nun in Spanien deutlich. Ein ganzes Volk wird in Sippenhaft genommen und kaputtgespart. Und alle fragen sich, wer ist als nächster dran? Millionen sind ohne Arbeit. Und eine Arbeitslosenquote von 24% wie in Spanien und ein Anteil von über 50% arbeitsloser Jugendlicher lässt eine ganze Generation ohne Perspektive aufwachsen. Und ist das das Europa, was man uns versprochen hat? Ist das das Europa der sozialen Gerechtigkeit, das die Staaten eint und die Menschen in eine gute Zukunft blicken lässt? Nein, Kolleginnen und Kollegen, die machen dieses Europa kaputt und nutzen die gegenwärtigen Krisen, um die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abzubauen. Dagegen müssen wir uns wehren. Und wenn dein Land sich über beide Ohren verschulden musste, um die Banken zu retten, kommt heute die sogenannte Euro-Troika und zwingt zum Sparen. Und die Folgen der Sparpolitik sind: Gewerkschaftsrechte werden in Europa mehr und mehr beschnitten und außer Kraft gesetzt. Tiefe Einschnitte in unsere Sozialsysteme. Der Abbau von arbeitsrechtlichen Schutzbestimmungen bis hin zu Eingriffen in die Tarifautonomie. Und Tarifvereinbarungen werden auf die betriebliche Ebene verlagert. Nationale oder Branchentarifverträge werden außer Kraft gesetzt. Egal, was die Tarifpartner dazu sagen. Und das ist besonders in Italien, Spanien, Portugal, Griechenland und in Rumänien festzustellen. In Italien darf von gesetzlichen Bestimmungen oder bestehenden Tarifvereinbarungen abgewichen werden, um Investitionen zu erleichtern und Arbeitsplätze zu schaffen. Und alles im Namen der sogenannten Euro-Rettung. Die Kolleginnen und Kollegen in diesen Ländern haben innerhalb weniger Monate bereits Lohnsenkungen von einem Siebtel und mehr erfahren müssen. Angeblich soll damit die Wettbewerbsfähigkeit wieder gesteigert werden, damit die berüchtigten Ratingagenturen wieder Vertrauen in die Länder bekommen. Und dabei verhalten sich doch gerade diese Ratingagenturen wie ein gesteuerter Vorposten der Interessen der Kapitalwirtschaft oder als ein Stachel im Fleisch der sozialen Gerechtigkeit. Und solche kapitalorientierte Ratingagenturen müssen endlich an die Kette gelegt werden, Kolleginnen und Kollegen. Die ganze Euro-Krise entwickelt sich zu einer einzigen ehrlichen Umverteilungsoperation zugunsten der Reichen. Und für die von Ihnen selbst verschuldete Krise wollen Sie nicht zahlen. Im Gegenteil, Sie wollen durch die Bewältigung der Krisenfolgen noch reicher werden. Wenn Rentner und Arbeitslose verarmen, wenn Wege zur Arbeit immer teurer werden, wenn Bildung unbezahlbar wird, das interessiert die Spekulanten nicht. Wenn ein Land auf Jahrzehnte von ihnen ruiniert und zu plündern ist, zieht die Spekulantenkarawane einfach weiter. Es gibt ja noch viele Länder, an deren man auch gut verdienen kann. Und was macht die Politik, die von uns gewählt wurde, um uns vor diesen Machenschaften zu schützen? Und was macht die Europäische Union? Sie alle hatten doch auf dem Höhepunkt der Finanzkrise lauthals die Regulierung der Finanzmärkte gefordert. Und für manche Politiker und einige unserer Medien sind aber nicht die Reichen, sondern die Beschäftigten und deren Gewerkschaften, die sich wie in Griechenland, Spanien, Portugal wehren, die Boomerang.
weil sie einfach nicht still erdulden wollen, wie ihre Rechte und Einkommen immer weiter beschnitten werden. Und auch die EU-Kommission hat nichts Besseres zu tun, als eine Verordnung namens Monti II vorzulegen, die zwar offiziell als Stärkung der Arbeiterrechte daherkommt, aber in Wirklichkeit das Streikrecht in der Europäischen Union abschwächen soll. Aber bei der immer wieder angekündigten Finanzmarktregulierung ist dagegen fast nichts passiert. Und diese Kombination aus Schwächung der Arbeiterrechte, Abwürgen der Konjunktur durch massiven Sozialabbau und Nichtstun gegen Spekulationen ist tödlich für ganz Europa. Es wird nicht nur die europäische Wirtschaft abgewürgt, sondern es wird die europäische insgesamt ruiniert. Und das ist mehr als traurig, Kolleginnen und Kollegen. Und wenn die EU und der Euro für immer mehr Menschen bedeutet, schlechter zu leben, wenn Europa künftig Einschränkung von Arbeitnehmerrechten heißt, dann darf man sich nicht darüber wundern, wenn sich immer mehr Menschen von der EU und leider auch von der guten europäischen Idee abwenden. Manche ihrer Lobbyvertreter scheinen das allerdings egal zu sein. Sie sehen die Euro-Krise als optimalen Vorwand, um den ganzen neoliberalen Unsinn zu verwirklichen. Und eins ist sicher, diese Politik führt die europäische Wirtschaft noch tiefer in die Krise. Und darum erklären wir uns solidarisch mit allen Menschen in Griechenland, Spanien, Portugal und allen, die sich wehren und auf der Straße demonstrieren, Kolleginnen und Kollegen. Und warum steht denn Deutschland aktuell relativ gut da? Volker hat es ja schon gesagt. Weil hier auch viele Ratschläge der Neoliberalen in der Krise konsequent ignoriert worden sind. Durch Kurzarbeit wurden Arbeitskräfte bei uns in Arbeit gehalten, woanderswo einfach entlassen wird heute. Durch staatliche Investitionsprogramme, Abwrackprämien, energetische Sanierung, Kreditfinanzierung, also durch Staatsschulden, und ebenfalls die Beschäftigung aufrechterhalten. Der Binnenmarkt wurde hier in Deutschland in der Form eben nicht abgewürgt. Aber wir verschreiben dem Rest in Europa heute genau das Gegenteil. Und wozu führt das? Das führt zu einer Dauerkrise, die dann auch uns treffen wird. Denn unsere Wirtschaft lebt hauptsächlich von der Nachfrage in Europa. Statt die Krisenlasten auf die Beschäftigten und die Bürgerinnen und Bürger abzuwälzen, müssen endlich die Verursacher in die Pflicht genommen werden. Und wir brauchen schnellstens eine Finanztransaktionssteuer, die vor allem Geld, das Geld wieder da abholt, wo es eingesackt wird, nämlich bei den Anlegern, den Spekulanten und den Banken, Kolleginnen und Kollegen. Wir brauchen nach 5 Jahren Gelaber endlich eine wirksame Finanzmarktregulierung. Wettgeschäfte, vor allem Dingen auch gegen die Euro-Länder, müssen endlich durch wirksame Regulierung verhindert werden. Und wir brauchen ein sofortiges Ende der Kürzungspolitik. Statt öffentlichen Sparkurs brauchen wir Investitionen für die Zukunft durch Konjunkturprogramme. Es müssen Arbeitsplätze her, um Europa wieder zu stabilisieren. Ohne Wachstum fehlt dem Fiskus das ökonomische Fundament, um Steuereinnahmen zu generieren. Und ein weiter so mit der Kürzungspolitik führt unweigerlich in die Sackgasse. Denn das Ergebnis ist immer das gleiche. Die Armut wächst, die Wirtschaft schrumpft, die Arbeitslosigkeit nimmt zu, die Steuereinnahmen bleiben aus und die Verschuldung steigt trotz Sparen. Und wer nicht bald die richtigen Maßnahmen ergriffen? Letzten Teile der Medien und manche Analysten weiter ungehemmt gegen andere Völker in Europa, dann werden die Risiken unbeherrschbar. Denn dann werden rechte Populisten wie zum Beispiel Frankreich die Krise und das ungerechte Sparen bei den Falschen überall für sich ausnutzen und den Weg für braune, rechtsextreme, faschistische Politik ebnen. Und das, Kolleginnen und Kollegen, das müssen wir verhindern, das wollen wir nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Neonazis stehen auch bei uns schon bereit und bieten einfache Parolen und Sündenböcke an. Wie viele Mai-Feiertage müssen und wollen wir es noch hinnehmen, dass diese braunen Verblendeten an unserem Feiertag unter Gerichts- und Polizeischutz demonstrieren dürfen?
und wie viel muss noch über diese NPD herauskommen, damit sich Politik und Gerichte endlich zu einem Verbot durchringen. Der Kampf gegen den braunen Juden fängt für uns jeden Tag neu an. Wir müssen entschlossen dagegen halten. Aber unsere Courage allein reicht nicht aus, wenn diejenigen, die sowohl die Aufgabe als auch die Machtmittel haben, versagen oder wegschauen. Die NPD und alle rechtsradikalen Organisationen müssen endlich verboten werden. Faschismus ist keine Meinung, Kolleginnen und Kollegen. Faschismus ist ein Verbrechen. Und die Krise des Kapitalismus zeigt, es ist höchste Zeit für eine Wende zur sozialen Gerechtigkeit. Und das gilt auch für die Sozialpolitik. Auch hier haben viel zu lang die Marktliberalen ihren Einfluss ausgeübt. Und während viele junge Menschen keinen Einstieg in den Arbeitsmarkt oder in anständige Jobs finden, zieht unsere Regierung die Rente mit 67 rücksichtslos durch und exportiert diese unsoziale Politik in die meisten anderen europäischen Länder. Die sogenannte Überprüfungsklausel der Rentenverlängerung war ein Betrug, denn das Ergebnis stand schon vorher fest. Obwohl bekannt ist, dass es weiterhin nicht genug Jobs für ältere Beschäftigte gibt, dass man in vielen Berufen nicht bis zum 67. Lebensjahr durcharbeiten kann, dass die Rente mit 67 die Zahl der Altersarmen in die Höhe treiben wird, blieb die Regierung bei ihren Spuren weiter so. Dabei geht es nicht nur um die Höhe der Rentenbeiträge. In Wirklichkeit geht es auch um den Ausstieg aus der solidarischen Rentenversicherung in Raten. Es geht auch darum, den Finanzkonzernen, der privaten Versicherungswirtschaft und den Aktionären ein riesiges Geschäftsfeld der privaten Vorsorge veröffentlichen. Es ist ja schon ein Gag, wenn durch die Riester-Rentenverträge die Allianzversicherung allein 6 Milliarden Euro an Provisionen ausgeschüttet hat, Kolleginnen und Kollegen. Und im Gegenteil dazu immer mehr Kolleginnen und Kollegen droht ihr Altersarmut. Ein paar Jahre Arbeit zum Minilohn oder in Scheinselbstständigkeit oder auch nur einige Jahre Arbeitslosigkeit reichen dafür schon aus. Da bekommst du gar keine echte Rente mehr, sondern nur noch Grundsicherung. Und die ist im Grunde das Gleiche wie Hartz IV für Rentner. Sie heißt nur anders. Und am Bau, in der Pflege, in anderen schwer arbeitenden Berufen trifft das sogar die allermeisten. Also fallen auch immer mehr Menschen, die Jahrzehnte hart gearbeitet haben, am Ende ihres Arbeitslebens in die Hartz IV- und Grundsicherungsfalle. Und die Rente mit 67 wird diese Zahl drastisch vergrößern. Hauptsache, wir entlasten die Unternehmen um einige Zehntel Prozent der Rentenbeitrag und machen die Finanzkonzerne mit riesigen Renten reich. Für viele Betroffenen ist die Rente mit 67 eine einzige Katastrophe. Für sie heißt Rente mit 67 kaputt ausscheiden, dann Hartz IV. Die Ersparnisse auftauchen, dann eine Niedrigstrente oder nur Grundsicherung und schließlich arm und früh sterben. Das ist nicht nur ungerecht, Kolleginnen und Kollegen, das ist eine Sauerei, wie man mit den Menschen hier umgeht. Und nach Aktiencrash und Finanzkrise soll auch der Letzte endlich verstanden haben, dass ein solidarisches Absicherungsmodell der privaten Vorsorge voll überlegen ist. Die Politik muss dem nun endlich Rechnung tragen und darum fordere ich die Parteien auf. Dreht diesen Irrsinn wieder zurück. Nehmt endlich zur Kenntnis, dass die ganz große Mehrheit der Bevölkerung, nämlich eure Wähler, eure Rentenreform aus guten Gründen ablehnt. Macht endlich Schluss mit diesem sturen Festhalten an der Rente mit 67. Die großen Parteien müssen endlich einsehen, dass wir einen menschenwürdigen Ausstieg aus dem Arbeitsleben für alle brauchen, die nicht mehr können. Statt diesen Unsinns brauchen wir in Deutschland eine große Rentenreform. Wir brauchen eine solidarische Bürgerversicherung, in die alle einzahlen, in dem alle Einkommen gleich behandelt werden. Egal ob man 2.000, 10.000 oder 50.000 Euro im Monat verdient. Und es muss auch Einkommen aus Aktiengewinn und sonstige Einnahmen herangezogen werden, Kolleginnen und Kollegen. Das ist gerecht und das würde einen solidarisch gerechten Staat auch ausmachen. Und ein erster Schritt dafür könnte das Modell aus Österreich sein.
und zum Beispiel schwer körperlich oder psychisch arbeitende Berufe bereits mit 60 Jahren ohne Abschläge in Rente gehen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich muss das auch alles finanziert werden. Das Stichwort ist neben Bürgerversicherung Steuergerechtigkeit. Die Besitzer großer Vermögen und Millionenverdiener müssen endlich wieder angemessen auch Steuern zahlen. Meine Bierdeckel-Steuerreform sieht so aus. Gleichbehandlung von Vermögenseinkünften, wie unter anderem aus Spekulationsgewinnen mit den Arbeitsgewinnen, und eine kräftige Erhöhung der Spitzensteuerlast. Das wäre gerecht, Kolleginnen und Kollegen, und das müssen wir auch entsprechend so fordern und auch unseren Parteien, die von uns gewählt werden wollen, auch sagen, dass sie das umsetzen müssen, Kolleginnen und Kollegen. CDU-CSU hat beim Thema Mindestlohn umgeschwenkt. Von der Totalblockade zum Ankündigen. Aber real passiert ist eigentlich fast noch nichts. Millionen von Beschäftigten verdienen bei uns mittlerweile Hungerlöhne. Immer mehr Leiharbeiter und Niedriglöhner müssen trotz Vollzeitarbeit Hartz IV beantragen. Immer mehr Menschen arbeiten in schlecht bezahlten Scheinselbstständigkeiten, Leiharbeit und Minijobs. Oder handeln sich von einem Praktikum oder einem kurzen, befristeten Job zu einem nächsten. Sie bewegen sich immer am Rande der Armut und das in einem der reichsten Länder der Erde. Einige Jahre in diesen Jobs und der soziale Abstieg ist bis zum Lebensende vorprogrammiert. Mehr als drei Viertel der Minijobber verdienen unter 8,50 Euro die Stunde. Und fast jeder Dritte davon sogar unter 5 Euro die Stunde. Und immer mehr Menschen finden nichts anderes als einen Minijob. 4 von 5 angebotenen Jobs sind mittlerweile schlecht bezahlt und unsichere oder befristete Arbeitsplätze. Aber viele Arbeitgeber verdienen gut daran. Das kann so nicht weitergehen. Kolleginnen und Kollegen, und darum brauchen wir endlich einen gesetzlichen Mindestlohn von wenigstens 8,50 Euro. Und diesen gesetzlichen Mindestlohn brauchen wir jetzt und ohne Wenn und Aber und ohne Tricksereien sofort. Für mich fängt schon dieses Jahr der Bundestagswahlkampf 2013 an. Wir sind im Vorfeld von Wahlen zwar schon oft und öfter enttäuscht oder getäuscht worden. Aber durch noch mehr eigene Aktivitäten können wir dafür sorgen, dass sich kein Politiker mehr traut, uns mit leeren Versprechungen abzuspeisen. Und unsere eigenen Aktivitäten, Kolleginnen und Kollegen, fangen den Betrieb an. Hinschauen statt wegschauen, unter welchen Bedingungen die Kolleginnen und Kollegen beschäftigt werden. Auch bei Leiharbeitern und Beschäftigten von Subunternehmen nicht die Augen zumachen, sondern hinschauen und mit ihnen sprechen, wie sie behandelt werden. Gemeinsam für bessere Bedingungen kämpfen. Solidarisch mit anderen sein, die für dieselbe Sache eintreten, egal wo das ist. Denn die Krise hat gezeigt, dass der Markt sich nicht selbst regeln kann und es auch nicht darf, weil anschließend alle dafür bezahlen müssen. Und wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter haben nie an die Allheilkräfte des Marktes geglaubt. Die Wirtschaft ist für den Menschen da und nicht umgekehrt. Wir wollen einfach nur Gerechtigkeit. Und dafür lassen uns auch die Landtagswahl am 13. Mai diesen Jahres nutzen, Kolleginnen und Kollegen. Ich rufe euch auf, wählen zu gehen. Wählen gehen und Flagge zeigen für eine gerechtere Politik, die bis nach Berlin reicht. Und wenn es darum geht, unsere Interessen bei demokratischen Wahlen durchzusetzen. Und wenn es darum geht, zu bewerten, welche Partei der größte Verhinderer des gesetzlichen Mindestlohns, der Finanztransaktionssteuer sowie der Anhebung des Spitzensteuersatzes ist, dann hat eine Partei wie die FDP weder im Landtag von Nordrhein-Westfalen noch im Bundestag in Berlin was zu suchen und schon gar nicht als Regierungspartei, Kolleginnen und Kollegen. Wenn Lindner sagt, er will Nordrhein-Westfalen umflügen, dann soll er mal fein aufpassen, dass er nicht selbst untergeflügt wird. Und darum, werbt für eine eigene Sache, werbt für eure Sache, sprecht mit
mit euren Kolleginnen und Kollegen. Tretet braunen Rattenfängern entgegen. Kämpft für bessere Arbeitsbedingungen und höhere gerechte Löhne, so wie es die Beschäftigten im öffentlichen Dienst getan haben. Und wie es die Metaller mit ihren Warnstreiks für ihre berechtigten Forderungen zurzeit tun. Stoppt den Reallohnverlust der letzten Jahre durch kräftige Lohnerhöhungen und aktives Eintreten durch Teilnehmer an Streiks. Und tretet allen entgegen, die uns weismachen wollen, die griechischen, spanischen und portugiesischen Arbeiter lebten nur auf unsere Kosten. Denn es sind doch in Wirklichkeit die Millionäre aller Länder, die auf Kosten der Massen der Menschen der Welt leben. Solange wir uns spalten lassen, gewinnen die. Nur Solidarität kann das durchbrechen. Werbt für eure Gewerkschaft, lasst uns mutig und gemeinsam eintreten. Für gerechte Löhne, für soziale Sicherheit und einem sozialen Deutschland, Europa und die Welt. Und wenn wir zusammenhalten, nicht nur hier, auch in den Betrieben, dann können wir das schaffen. Und in diesem Sinne, Glück auf, noch einen schönen Tag.